Hallo Freunde! Heute gibt es von mir einen Wochenabschluss, Monatsabschluss, Jahresabschluss. Ich habe ein Mini-Cash-Stuffing. Ich möchte gerne gucken, was habe ich tatsächlich jetzt, ich bin ja erst Mitte September, glaube ich, gestartet, mit dem Budgeting mich damit zu beschäftigen und was ich tatsächlich in diesen 3,5 Monaten gespart habe. Ne, der ein oder andere wird sagen, naja, ist es wirklich gespart haben, wenn man einen Teil davon direkt wieder für Versicherungen, Steuern, was weiß ich, was abgeben muss. Aber ich sage euch ganz ehrlich, wäre ich nicht gestartet, hätte ich nicht gestartet mit dem Budgeting, wären diese Töpfe wahrscheinlich leer, weil wer es mitbekommen hat, ich hatte im Oktober eine ziemlich fette Autoreparatur, die mich 1200 Euro gekostet hat. Und danach hätte ich kein Geld mehr übrig gehabt, dass ich für irgendwelche Steuern bzw. Versicherungen hätte bezahlen können. Also es wäre echt in Arsch gegangen, ich sage euch, wie es ist. So, und deswegen dachte ich, wir fangen jetzt erstmal an mit dem Budgetabschluss. Und wie immer habe ich mir alles notiert, möchte es gerne übertragen. Ich möchte euch ein kurzes Update geben zu meiner Health Challenge. Und dann gibt es ein kleines Cash-Stuffing, nachdem das passiert ist. Gehen wir noch einmal durch, was ich jetzt tatsächlich bis 31. oder 30.12. ist es ja tatsächlich erst gespart habe und nehmen dann auch gleich das Geld raus, das ich dann im Januar einzahlen muss, weil ja, Stand jetzt habe ich es ja gespart und habe meine Sparziele tatsächlich auch erreicht. Ich bin super happy. So, dann starten wir mal mit meinem wunderschönen Planer. Hier ist zum Beispiel schon ein Update von meinem Health Tracker. Wie ihr seht, ich habe ganz oft noch Kreuzchen machen können. Ich habe am 24. und am 26. Dezember habe ich weder Kalorien getrackt, noch habe ich Sport gemacht, noch habe ich darauf geachtet, keine Süßigkeiten zu essen. Aber sonst am 25. gab es keine besondere. Also habe ich mit meinem Freund ganz normal gegessen. Es gab keine Süßigkeiten. Ich habe 30 Minuten Sport gemacht. Ich habe Kalorien gecheckt. Am 27., das war Montag, habe ich 30 Minuten Sport gemacht, Kalorien gecheckt, keine Süßigkeiten gegessen. Am Dienstag habe ich keine Süßigkeiten gegessen und Kalorien gecheckt, aber keinen Sport gemacht. Am 29. habe ich keine Süßigkeiten gegessen, 30 Minuten Sport gemacht und Kalorien gecheckt. Und heute habe ich bislang nur 30 Minuten so ein kleines HIIT gemacht, also vor der Arbeit tatsächlich. Aber da der Tag noch nicht zu Ende ist, kann ich das hier natürlich noch nicht vervollständigen. Und das werde ich im nächsten Jahr weiterführen. Mal gucken, wie ich das genau mache. Ich glaube, ich werde mir noch einen Tracker erstellen. Genau, das dazu. Dann gab es bei mir auch einige No-Spend-Days. Und zwar viele. Ich habe am 24., 25., 26., 27., 28. kein Geld ausgegeben. Der Knaller. Also ich bin echt super, super happy damit. Was ich gemacht habe, ist, dass ich am 23. habe ich tatsächlich ein Kleid gekauft bei H&M. Und wie ihr wisst, habe ich kein Geld mehr in meinem Sinking Fund Fashion. Aber ich habe sehr, sehr, sehr sparsam gelebt, was meine Wocheneinkäufe angeht, weil ich hatte einfach keine... Ich hatte einfach alles da. Ich hatte vor Weihnachten gut eingekauft und das heißt, ich habe nur 20 von meinem 40 Euro Budget aufgebraucht, plus hier und da beim Bäcker mal ein Cappuccino gekauft, aber von meinem Kleingeld. Ich habe das Kleingeld, also alles, was kleiner ist als, was größer ist als 10 Cent, habe ich mit in die Firma genommen, habe da so einen Pott stehen und zwischendurch nehme ich mir da mal Kleingeld raus und gehe damit zum Bäcker. Das heißt, 20 Euro aus dem Lebensmittelfonds nehme ich raus, also die letzten 20 Euro. In Fun Money habe ich noch 15 Euro, da nehme ich auch 10 Euro raus. Die 5 Euro bleiben in Fun Money drin. Ich hatte tatsächlich in Fun Money keine einzige Ausgabe, mit Ausnahme von einer Flasche Aperol, die ich noch für Heiligabend gekauft habe. Die habe ich auch am 23. gekauft. Das heißt, diese 30 Euro, die ich für mein Kleid ausgegeben habe, die kommen quasi in den Back-to-Bank-Umschlag. Und genau, die hebe ich dann, oder habe ich auch schon tatsächlich, weil ich ja wusste, dass es so kommen wird, weniger von Konto abgehoben, um dann tatsächlich das Cash-Stuffing für
ja, dort zu machen. Weil sonst wäre das von meinem Puffer, vom Konto weg gewesen. Und ich möchte immer so einen kleinen Puffer auf dem Konto behalten. Also ich sehe immer zu, dass das passt. Das Kleid, das ich getragen habe, das blende ich euch mal ein. Weil ich finde das sehr, sehr, sehr schön. Ich hatte das auch bei Instagram gepostet. Und ja, ich habe mich sehr schön gefühlt am Heiligabend bei meiner Freundin. So, dann kommen wir zu den Ausgaben. Ich hatte, wie gesagt, am 23. ein Kleid bei H&M gekauft für 30 Euro. Und das liebe ich und das werde ich sicher lange tragen. Es ist so ein Hemdkleid. Das heißt, es passt quasi bei nahezu jeder Konfektionsgröße. Sowas ist mir immer am allerliebsten. Dann habe ich Lebensmittel eingekauft. Ich muss hier zwischendurch mal ein bisschen in meinem Ordner blättern. Und zwar gestern im Wert von 20 Euro bei Lidl. 20 Euro. Und ich habe am 23. und am 29. tatsächlich auch nochmal jeweils 3 Euro beim Bäcker oder 3,50 Euro beim Bäcker ausgegeben. Aber ich führe das hier nicht mit auf, weil ich das von dem Kleingeld genommen habe, das ich in der Firma hatte, das halt von meinem ganzen gesparten Kleingeld ist. Und so, ja, belastet das mein Budget nicht. Aber ich muss auch zugeben, die ganzen 10er und 20er sind jetzt auch bald weg. Die 50er hatte ich schon weg, also da ist nicht mehr so viel. Das heißt, es ist im Prinzip, Fun Money war ja Aperol. Und das waren 10 Euro am 23.12. Das heißt, ich habe in Woche 4 total geringe Ausgaben gehabt, im Wert von 60 Euro. Das ist echt mega, mega gut. Aber ich musste jetzt tatsächlich auch gestern einkaufen, weil ich eigentlich nichts mehr an frischem Obst und Gemüse da hatte. Das ist tatsächlich auch nicht so geil. Genau, Einnahmen hatte ich auch. Und da was habe ich noch in meinem Portemonnaie? Also leer ist jetzt fast alles. Wocheneinkäufe ist leer, Giving ist leer, Drogerie und Tankstelle ist leer. Und in Fun Money sind noch 5 Euro drin und die lasse ich auch drin. Ja. Weil was ich heute gespart habe, habe ich dann im nächsten Monat etwas mehr. Und das sind ja nur 5 Euro, ist ja nicht so viel. Und dann ist hier noch so ein kleines bisschen Kleingeld. Aber auch nur so 1,50 Euro, 1,60 Euro. Genau, aber ich muss tatsächlich jetzt auch heute kein Geld mehr ausgeben. Morgen Vormittag werde ich nochmal frische Brötchen holen, damit mein Schatzi und ich über das Silvester-Neujahrs-Wochenende morgens lecker Brötchen kaufen, essen können. Einnahmen hatte ich, habe ich mir auch aufgeschrieben, mal eben schauen. Ich habe mir 3,36 Euro von Attapol auszahlen lassen. Ich mache das inzwischen nur noch, wenn die gute Bewertungen haben, die Umfragen. Also mehr als 2 Sterne ist bei Attapol schon eine gute Bewertung. Und wenn die Umfrage weniger als 10 Minuten dauert, aber trotzdem mehr als 15 Cent, also weniger als 15 Minuten, weniger als 10 Minuten. Ich mache keine Umfrage, die länger als 10 Minuten ist. Und habe halt so eine Schwelle, dass ich unter 30 Cent tatsächlich keine Umfrage mache. Und das auch nur, wenn ich Zeit und Lust darauf habe. Das heißt, da ist jetzt natürlich in den letzten Wochen sehr, sehr wenig zusammengekommen. Das waren 3,36 Euro. Das hier aufzuführen ist eigentlich schon albern. Und zusätzlich dazu habe ich eine Amazon-Auszahlung bekommen in Höhe von 62,05 Euro. Mega gut. Und das bedeutet, das sind 11, 2 in 3 in Sinn, 4, 5, 6, 65,41 Euro. Und ich habe 65 Euro vom Konto abgehoben. Genau, das hat mich total gefreut. Das passt super gut. Und ich kann jetzt noch mal stopfen, kann jetzt noch einmal stopfen. Und genau, ich habe mir auch schon aufgeschrieben, ne? Frau Flottmann ist ja vorbereitet, wo, in welche Kategorien ich überhaupt Geld stopfen möchte. Ich gucke mal eben, ob ich ein bisschen näher dran holen kann. Und natürlich kann ich. Das hier unten tracke ich übrigens jeden Monat jetzt, seitdem ich das Budgeting mache, auch mein YouTube-Zuwachs. Und der ist bei mir sehr gering, ne? Ich weiß das. Also ich habe jetzt nicht mal 100 Abonnenten im Dezember dazu gewonnen. Und an sich ist es mir auch nicht wichtig. Aber irgendwie finde ich es doch ganz schön, es mal zu checken. Ich habe das letztens bei einer anderen Budgeterin gesehen und fand es irgendwie ganz interessant. Und genau, deswegen habe ich das einfach für mich mal mit übernommen. Ne? Das heißt, ich bin Abonnenten geil, ne? Einfach nur so zur Erklärung, warum ich das tracke. Genau, also Steuern. Ich habe, wie gesagt, 63 Euro irgendwas
mit Amazon oder von Amazon bekommen. Und ich möchte immer mindestens ein Drittel davon sparen. Wenn die wenn die Auszahlung sehr viel höher ist, ich sage jetzt mal ab 150 Euro, möchte ich sogar die Hälfte weglegen, einfach weil ich mit meinen Steuer, also ich habe noch nicht genügend Rücklagen gebildet und von diesen kleinen Beträgen. 65 Euro sind für mich natürlich trotzdem viel Geld, aber es macht mehr aus, wenn ich dann von den größeren Beträgen, wie zum Beispiel von den YouTube-Einnahmen, dann was beiseite lege. Da kam ein Anruf, da musste ich jetzt mal eben ans Telefon. So, ich habe im Übrigen diese wunderschöne Kerze von Lamberger, die ich gar nicht richtig anfassen darf, zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ja. Wenn euch interessiert, was ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe, dann schreibt mir das mal in die Kommentare, dann mache ich dazu mal ein Video. Natürlich nicht, um anzugeben. Aber vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. So, ich habe mir das Geld passend geholt. Teilweise natürlich wieder eingewechselt, weil wir wissen, von der Bank im Geldautomaten gibt es eigentlich kaum noch Fünfer, warum auch immer. Ist ja eigentlich normales Währungsmittel, aber gut. Also, wie gerade gesagt, ich möchte von meinen Steuern immer mindestens ein Drittel beiseite legen. Ich habe natürlich auch Kosten, das heißt, ein bisschen was kann ich auch absetzen. Und es wird sowieso eine Pauschale alle 3 Monate von meinem Konto abgebucht. Das heißt, mit einem Drittel komme ich allemal hin. Aber da ich noch weitere Steuerrücklagen schaffen muss, muss ich mehr beiseite legen. So, also ein Drittel, das heißt von 62 Euro ist ein ungerader Betrag und das sind 25 Euro. Genau, sagen wir, wie es ist. Und das Geld packe ich auch direkt mal so da rein. Das heißt 25 Euro für Steuern. Und dann nehmen wir einen 5er und einen 20er. Das mache ich natürlich normalerweise, bevor ich das Geld abhebe. Ich habe mir vorgenommen, dass ich immer etwas in den Notfallfonds sparen möchte und das wird in dieser Zeit, in diesem Fall 5 Euro sein. Ich weiß, das ist nicht viel, aber immerhin. Geburtstage sollen auch jedes Mal Geld rein, weil ich sagte ja schon im Februar, sind 2 wichtige, für mich wichtige Geburtstage. Beauty kriegt von mir immer Geld und zwar auch immer einen höheren Betrag, das sind 10 Euro. Also im Verhältnis zu anderen Fonds, weil ich da ein bisschen was vorhabe. Reisen kriegt 5 Euro, weil da habe ich ja dieses Jahr auch ein bisschen was vor. Das heißt, kriegt hier auch 5. Mein E-Bike soll auch jedes Mal Geld bekommen, kriegt auch 5 Euro. Kleinvieh macht auf Dauer auch Mist, ihr werdet das gleich beim Zählen tatsächlich sehen. Und der Home-Umschlag, weil ich vorhabe, entweder umzuziehen oder hier wirklich richtig toll zu renovieren, kriegt auch nochmal 10 Euro und damit hätten wir dann die 65 Euro verplant. Genau, das haben wir damit schon mal gemacht. Und jetzt schnappe ich mir mein Binder. This kind of Schätzchen. Love it. Und stopft das Geld damit zu. Genau. Machen wir das am besten so. Reisen kriegt, wie gesagt, 5. Und da da so viel Geld reinkommt, habe ich mich entschieden, hier wieder so einen Zip-Beutel zu nehmen, weil da einfach mehr reinpasst und die gehen nicht so auseinander. Und Reisen, hatte ich ja gesagt, kriegt 5 Euro. 5 Euro? Genau. Damit wären wir dann bei tatsächlich bei 200. Und ich kann noch einen ausmalen, was mich sehr glücklich macht. Heute ist eigentlich der 30. egal, kommt auf den Tag nicht an. Plus 5, dann haben wir 200. Und letztens hat mich eine Zuschauerin darauf hingewiesen, dass ich zu viel ausgemalt habe. Und sie hatte recht, weil das sind ja nicht 5 in einer Reihe, sondern 6. Das heißt, wir haben jetzt 20, 40, 60, 80, 100. 20, 40, 60, 80 und nochmal 100. Also 200 Euro müssten drin sein. Ich darf also wieder was ausmalen. Ich nehme noch die 5 dazu. Und dann müsste das eigentlich passen.
50, 100, 150, 170, 180, 190, 200. Beauty kriegt, wie gesagt, 10 Euro. Das heißt, hier müssten jetzt 210 Euro drin sein. 50, 100, 20, 40, 60, 80, 210. Passt also. Ich habe letztens eine Nachricht bekommen, so eine wirklich für mich völlig dusselige Nachricht von einer Zuschauerin, die ich dann tatsächlich auch blockiert habe. Sie hat mich angeschrieben bei Instagram und hat sich quasi darüber echauffiert, dass ich Verkäufe als Einnahmen gezählt habe, zusätzliche Einnahmen. Und sie konnte gar nicht verstehen, also ich hatte vor ein paar Monaten mal ein paar Sachen bei Kiku gekauft, die ich sehr, sehr mochte. Na, und ein paar Sachen davon sind halt so im Laufe der Zeit wieder ausgezogen und sind nicht bei mir geblieben, weil ich festgestellt habe, ich habe entweder andere Dinge, die dem sehr ähnlich sind, oder sie funktionieren nicht so gut, wie ich mir das erhofft habe. Na, das Geld habe ich ja mal ausgegeben, das ist ja weg. Aber wenn ich das verkaufe, ist das Geld ja wieder drin. Und natürlich nehme ich das dann als zusätzliche Einnahme, wenn ich etwas verkaufe. Weil wenn ich ein Oberteil gekauft habe und das danach in einem Jahr wieder verkaufe, ist das auch eine Einnahme durch Einkäufe. Aber die war derart unverschämt, dass ich mir echt gedacht habe, nee, also mit solchen Leuten möchte ich einfach nicht diskutieren. Ich weiß, dass dieses Budgeting-Thema nicht für jeden was ist. Und ich weiß auch, dass einige Leute sagen, wenn Melanie, du bist 42 Jahre alt, wenn du wirklich in Umschlägen sparen musst, dass du am Ende des Jahres oder Anfang des Jahres deine Versicherung bezahlen kannst oder deine Steuern zahlen kannst oder dir mal was zusammensparen kannst, ist das schon irgendwie traurig. Ist völlig in Ordnung, wenn ihr das so seht, aber dann guckt euch doch bitte diese Videos nicht an. So mal, nur so am Rande. Das wollte ich mal loswerden, es ist mir so auf den Sack gegangen. Ich habe dir auch nicht mehr geantwortet. Das war mir einfach zu doof. Von der kam sowieso permanent einfach nur so Nonsens. Zwischendurch auch mal eine nette Nachricht, deswegen hatte ich sie vorher nicht blockiert. Aber das war jetzt, war auch immer so übergriffig, dass sie mir gesagt hat, was ich mit meinen Haaren zu machen habe oder mir irgendwelche Ernährungstipps gegeben hat. Wenn ich nicht danach frage, dann nein, danke. So, also Home hat aktuell 80, da sollen ja 10 Euro rein. Das heißt, wir müssen jetzt 50, 70, 80, 90 haben. Das haben wir auch. Zusatzeinkommen. Plus 10, gleich 90 Euro. Und nein, ich sehe es tatsächlich nicht so, dass man nur, weil man solche Dinge im Internet teilt, dass man deswegen tatsächlich von irgendwelchen Internet-Trollen beleidigt werden darf oder schlecht behandelt werden darf oder angegriffen werden darf. Denn diese Person zum Beispiel hatte keinen vernünftigen Namen in ihrem Profil, die hatte kein Bild, die hatte keinen öffentlichen Kanal. Die hat sich einfach nur wild Leute rausgesucht, die sie beleidigen kann. Ne? Und ich finde, das muss man sich einfach nicht gefallen lassen. Auch nicht, wenn man solche Sachen öffentlich teilt. Meine Meinung. Könnt ihr mir ja mal schreiben, was ihr dazu meint. So, Notfall, Emergency. Wo ist denn da? Ah, genau. Da sollen traurige 5 Euro rein, tatsächlich nur. Da kann ich nicht mal ein Fach für ausmalen. Ich hatte ja von einer lieben Zuschauerin eine Happy Mail bekommen und da war unter anderem dieses Sparglas drin, das sie, glaube ich, von der super süßen Finanzgräfin gekauft hat und eins davon hat sie mir zukommen lassen. Und ja, ich habe mir jetzt vorgenommen, das nehme ich für meinen Emergency Fund. Und jede 10 Euro wird eine Münze ausgemalt, aber wie ihr seht, 5 Euro sind keine 10, deswegen kann ich nichts ausmalen. Nichtsdestotrotz wird es natürlich getrackt. 30.12. Zusatzeinkommen plus 5, gleich 65. Und das passt auch, wie ihr sehen könnt. Und ist ja nicht hübsch. Die liebe Finanzgräfin hat einen eigenen Etsy-Shop, schaut da mal vorbei. Genau.
Das dazu. Ja, Auto kriegt nichts. Health kriegt nichts. Weihnachten kriegt diese auch nichts mehr. Geburtstage kriegt die gesagten 5 Euro. Damit hätten wir 20, 40, 60, 80, 90, 100, 110, 115. Genau. Für meine Freundin habe ich schon was, soll aber noch ein paar Kleinigkeiten dazu. Und für meinen Freund habe ich noch nichts. Da muss ich echt mal schauen. Weil ich habe jetzt zu Weihnachten, habe ich ihm quasi alles geschenkt, das mir so in Sinn gekommen ist. Wobei wir ja eigentlich so ein wirklich minimales Budget von 25 Euro für die andere Person haben. Aber ich konnte einfach nicht warten. Habe ihm schon gesagt, wahrscheinlich fällt mein Geburtstag dafür ein bisschen magerer aus, weil mir einfach nicht einfällt, was ich ihm schenken soll. Kleidung kriegt nichts, E-Bike kriegt die 5 Euro. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 125, das heißt, ich bin noch 80 Euro von meinem E-Bike-Bausatz entfernt. Yay, das ist nicht mehr lange hin und ich hatte mir vorgenommen, dass ich das Geld irgendwie bis März zusammen habe. Dann muss ich nochmal für einen Fahrradakku sparen und dann habe ich quasi ab Frühling ein voll funktionierendes E-Bike. Ich freue mich drauf, weil der Weg zur Arbeit ist mir sonst tatsächlich zu steil, hügelig und tatsächlich auch, also zu steil und dann sind es halt auch einfach zu viele Kilometer für mich. Also da bin ich nicht so sportlich unterwegs, aber ich glaube, besser E-Bike als gar kein Fahrrad fahren und deswegen ist mir das ziemlich egal. Ich möchte aber mein Fahrrad gerne behalten, deswegen der Umbausatz. Ich habe schon viel darüber erzählt. So, und der letzte, der hier noch Geld bekommt, ist der Ordner Steuern. Und der kriegt 25 Euro. Ich vermute mal, wie gesagt, ich habe meine Steuererklärung noch nicht gemacht, geht auch gar nicht. Ich habe meine ganzen Zettel noch gar nicht bekommen, dass ich circa noch 1500 Euro sparen muss, insgesamt zu dem, was ich eh schon bezahlt habe. Ich weiß es noch nicht genau, aber davon bin ich noch weit entfernt. Also es sind 25 Euro, die hier noch dazukommen vom Zusatzeinkommen. Plus 25, das heißt, hier müssten jetzt 350 Euro drin sein. Ihr seht, ein langer Weg ist das noch, aber auch tatsächlich noch nicht klar, ob das wirklich auch so stimmt. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 20, 40, 45, 50. 350 Euro. Ein Anfang ist auf jeden Fall gemacht. Genau, also das kommt hier hin. Und die 30 Euro, die ich quasi bei meinem Lebensmittel- und Fun-Money gespart habe, kommt in den Zurück-zu-Bank-Umschlag, weil da habe ich ja ein Kleid gekauft, das ich tatsächlich mit EC-Karte bezahlt habe. Und so geht das Ganze dann auf. Ist natürlich nicht besonders sinnvoll, aber gut, so ist es jetzt und ich finde, es ist auch kein Problem. Ich habe das Geld ja jetzt quasi an anderer Stelle gespart. So, der Umschläge oder die Umschläge sind jetzt schon ganz schön dick. Und ich könnte jetzt das ganze Geld rausnehmen und durchzählen oder ich zähle einfach nur, was hier hinten drauf steht, weil die Tracker sind ja aktuell. Aber so viel Geld mal rauszunehmen ist bestimmt auch ganz cool. Ich glaube, das mache ich. Thank you.
Mein lieber Scholli, was für ein Bündel Geld. Wahnsinn. Für mich total verrückt. Ich glaube, ich habe so viel Bargeld tatsächlich noch nie gespart. Ich weiß, ne, ob man das nun als gespart sehen kann, sei mal dahingestellt, aber Geld, das ich einfach im Laufe des Jahres oder der letzten 3,5 Monate beiseite gelegt habe, das ist für mich schon der helle Wahnsinn. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das ist schon wirklich klasse. Und dann zählen wir mal 102. Ach, das ist mir nicht so schwierig. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700. Machen wir es mal so, das ist für mich etwas einfacher. So viele 20er, Wahnsinn. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Damit sind wir schon bei 1000 Euro. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, 100, zwei, vier, sechs, acht, zehn, 200, zwei, vier, sechs, acht, 300, zwei, vier, sechs, acht, neun, zehn, 400, zehn, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 500. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 95, 100. 15, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Wow, das heißt 1000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 50. 1650 Euro habe ich in 3 Monaten gespart oder 3,5 Monaten. Und wie gesagt, es waren 1200 Euro Autoreparatur dabei, aber die hatte ich natürlich auch von Geld bezahlt, das ich eigentlich für Steuern zurückgelegt hatte. Also das habe ich natürlich nicht alles in der Zeit gespart. Und die Autoreparatur war ja auch schon im Oktober und ich habe erst Mitte September angefangen zu sparen, ne? Also trotz dieser enormen Ausgabe so viel Geld. Ich bin mega happy. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie es bei euch gelaufen ist. Und vor allen Dingen schreibt mir unbedingt in die Kommentare, ob ihr im nächsten Jahr mit durchstartet. Das würde mich wahnsinnig interessieren. Ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an meinem Video. Ich hoffe, ihr schaltet wieder rein. Im nächsten Jahr geht es weiter. Am 1. plane ich tatsächlich ein Video, wo ich mein erstes Gehalt in 2022 planen, wobei es ja eigentlich das Dezembergehalt, aber man bekommt es Ende des Monats, das heißt, es ist für Januar. Ihr versteht schon, was ich meine. Und ich schaue mal, ob ich mir vielleicht noch was einfallen lasse, vielleicht mit einem coolen Checker oder so, weil noch habe ich ja ein bisschen Zeit. Heute den Rest des Tages werde ich nichts machen, morgen Vormittag habe ich auch noch ein bisschen Zeit. Mal sehen, mal sehen. Und ansonsten sage ich Dankeschön. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr meine Weihnachtsgeschenke sehen möchtet. Dann filme ich das nämlich auch super gerne noch für euch. Aber ich habe nämlich tatsächlich noch alles zusammen. Genau, und ansonsten Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder rein. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald. Tschüss. Ciao.